So, willkommen zum letzten Teil des Chinesisch-Schriftzeichen-Basiskurses. Nachdem ich euch jetzt die möglichen Striche, Strichkreuzungen und Strichkombinationen gezeigt habe, wollte ich jetzt mal so ein bisschen auf die Anordnung der Bestandteile innerhalb von Schriftzeichen zu sprechen kommen. Ich habe dazu mal, es gibt relativ viele Schemata, nach denen Schriftzeichen aufgebaut sein kann. Aber ich habe hier die 12 gängigsten, würde ich mal sagen, oder am häufigsten vorkommenden ausgesucht, um halt erstmal einen groben Überblick darüber zu geben, wie sowas aufgebaut sein kann. Im Grunde genommen ist es so, dass sich Schriftzeichen aus verschiedenen Teilen zusammensetzen. Es ist nicht so, dass es so erschlagend viele sind. Wenn man sich ungefähr... Ich weiß es nicht, ich habe es nie gezählt, aber ich würde schätzen, dass es unter 200 Bestandteile sind, vielleicht so 150 oder so. Wenn man sich die merkt und die in verschiedene Kombinationen zusammenbringt, kann man eigentlich fast jedes Schriftzeichen konstruieren, was es gibt, oder wahrscheinlich jedes Schriftzeichen konstruieren, das es gibt. Kommen wir zu den grundlegenden Aufbauschemata, die so ein Schriftzeichen haben kann. Einmal kann es sein, dass das gesamte Schriftzeichen aus nur einem Bestandteil besteht. Das ist halt der einfachste Fall, der vorliegen kann. Als Beispiel dafür nehme ich jetzt zum Beispiel mal, was wir schon kennen. Waagerecht, senkrecht, nach links fallend, nach rechts fallend. Mu, der Baum oder das Holz. Das ist halt ein in sich geschlossener Bestandteil, der das gesamte Schriftzeichen bildet. Zweite Möglichkeit ist, dass zwei Bestandteile kombiniert werden, indem man sie nebeneinander stellt. Einer links, einer rechts. Da nehme ich als Beispiel zum Beispiel mal Li. Links Getreide, rechts Messer. Li bedeutet Nutzen oder Profit. Man kann auch drei Bestandteile nebeneinander stellen, von oben nach unten, Wasser und dann nach rechts voranschreitend, erstmal waagerechte Bestandteile, die durchstoßen werden, waagerechter Strich, Sonne, waagerechter Strich und wird senkrecht durchstoßen. Insgesamt ist das der Wagen und rechts daneben. 1, 2, 3, 4, die Axt. Insgesamt Jian, allmählich, nach und nach, Stück für Stück. Das sind drei nebeneinander gestellte Bestandteile. Man kann auch übereinander stapeln, das ist die zweite Möglichkeit. Nehmen wir mal ein relativ einfaches Zeichen. Sonne und Sonne. Chang bedeutet wachsen oder gedeihen. Das Zeichen ist nicht ganz so gängig, aber es ist halt ein relativ einfaches, um das Prinzip des Stapelns einfach mal zu erklären. Also einfach übereinander gestellt zwei Schriftzeichen. Also zwei einzelne Bestandteile, das sind in sich auch Schriftzeichen. Gut. Die nächste Möglichkeit ist, dass man auch drei Dinge übereinander stellen kann. Das kommt dann nicht ganz so häufig vor. Das Dach, die Sonne und Frau Yan. Das ist ein Festmahl oder ja, als Festmahl kann man das ganz gut übersetzen oder Bankett oder sowas. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man auf der linken Seite einen Bestandteil hat und auf der rechten Seite zwei Bestandteile, die übereinander gestellt sind. Im modernen Chinesisch kommt zum Beispiel sehr häufig dieses Zeichen vor, links Wasser, rechts diese Konstruktion und die sogenannte Grillzange. Mei, es gibt nicht oder es existiert nicht. Was auch vorkommen kann, ist, dass auf der linken Seite zwei Bestandteile übereinander gestellt sind und
auf der rechten Seite ein Bestandteil daneben steht. Zum Beispiel der Fall bei some. Bestandteil 1 und Bestandteil 2 übereinander auf der linken Seite und Bestandteil 3 rechts daneben und nimmt die gesamte rechte Seite ein. Sun bedeutet sowas wie zerstreuen oder verteilen. Eine weitere Möglichkeit, die ja noch besteht, ist, dass vier Bestandteile zusammengesetzt werden, die jeweils übereinander bzw. nebeneinander gesetzt werden. Da als Beispiel Scha töten, von rechts oben nach links unten, von links oben nach rechts unten die Kreuzung. Dann der Baum, waagerecht vor senkrecht bei der Kreuzung und dann hier von links nach rechts die abfallenden Striche. Linke Seite, oben und rechte Seite und oben links anfangend und dann den unteren oder zweiten Strich nachziehen. 1, 2, 3, 4 Bestandteile. Man fängt links an, schreibt von oben nach unten und geht dann nach rechts weiter und schreibt von oben nach unten. Scha töten. Das nächste, was kommt, es gibt auch verschiedene Rahmenkonstruktionen, davon haben wir auch schon mal welche angesprochen. Ich habe jetzt erstmal nur 4 Stück ausgewählt. Da haben wir einmal den Rahmen. Ich habe den Rahmen hier erstmal durch eine Strichelung markiert, damit man das unterscheiden kann. Einmal der Rahmen, der oben und links das Zeichen begrenzt oder einschließt. Zum Beispiel bei dem Radikal für Krankheit kommt das vor. Das ist dieses hier. Ich glaube, das Schriftzeichen Bing hatte ich schon mal davor in einer Sitzung. Natürlich noch andere Sachen, die man mit diesem Krankheitsbestandteil oder Radikal schreibt. Zum Beispiel Fung. Verrückt, irre, durchgedreht, wahnsinnig. Sieht nicht ganz schön aus, aber es soll einfach ein Wind unter dem Krankheitsding sein. Das nächste, was es gibt, ist ein Rahmen, der links, oben und rechts abschließt, aber unten frei lässt. Ein Beispiel dafür wäre, ich nehme mal ein größeres Stück Kreide. Der Bestandteil für Tor oder Tür, den hatten wir bis jetzt noch nicht, kann ich euch aber eben mal zeigen. Linke Seite, es folgt ja dem alten Schema. Hier ist jetzt ein bisschen schmal geworden. Also zuerst der Rahmen und dann kann man innen, es kann halt so alleine stehen, dann ist es Mön, das Tor oder die Tür. Und man kann natürlich innen auch noch Bestandteile hinzufügen. Nehmen wir mal diesen waagerecht, zweiter waagerechter und dann senkrecht. Von oben nach unten und von links nach rechts. Kai öffnen hat ja auch mit Türen zu tun, deswegen auch der Türbestandteil. Der Rahmen schließt links, oben und rechts ab. Es gibt aber auch vollständig umschließende Rahmen, wie zum Beispiel beim Schriftzeichen für Land. Es wird mit dem Co außenrum geschrieben und wir schließen es ja nicht ab, sondern schreiben erst das Innere. Und erst wenn das Innere vollständig ist, wird der Rahmen geschlossen. Gur, Gur, das Land. Mit dem vollständig umschließenden Rahmen. Eine weitere Rahmenkonstruktion ist die, die links und unten abschließt. Wenn sie unten abschließt, müssen wir darauf achten, dass wir den unteren Bestandteil als letztes schreiben. Es gibt aber für diesen Links- und Unten-Abschluss, glaube ich,
nur einen Bestandteil, der das kann. Und das ist der, den wir auch in der letzten Sitzung hatten. Ich schreibe den einmal isoliert. Dieser hier. Mit den zwei besonderen Strichen. Einmal der gebogene oder gewölbte Strich und dann unten diese relativ lang auslaufende Schlangenlinie. Das ist halt ein Rahmen oder eine Begrenzung, die das Zeichen nach links und nach unten abschließt. Und weil die ja in eins zusammengeschrieben wird, muss zuerst der innere Bestandteil, das kann ja alles Mögliche sein, geschrieben werden, und zum Schluss erst der abschließende Rahmen. Dann nehme ich als Beispielzeichen mal J, das moderne chinesische Demonstrativpronomen dieser, diese, dieses. Schreibt sich im Inneren mit dem Wort oder Reden ein Punkt, eins, zwei, drei waagerechte übereinander und dann ein Ko links, oben und rechts mit Haken und unten abschließen. Und dann wird der Rahmen gesetzt, der das Zeichen auch nach unten hin abschließt. Zhe, dieser, diese oder dieses. Und das sind jetzt erstmal so grob die wichtigsten oder grundlegendsten Schemata, die man sich so merken kann und sollte zum Aufbau von chinesischen Schriftzeichen. Jetzt ist zwischendurch schon öfters das Wort radikal gefallen. Dazu werde ich dann nochmal eigene Lektionen machen. Es gibt insgesamt 214 oder 217 Radikale. Das kommt immer ein bisschen auf die Zählweise an, ob man eine etwas modernere oder eine etwas traditionellere nimmt. Und das sind Zeichenbestandteile, nach denen Schriftzeichen kategorisiert werden können. Und es ist relativ wichtig, diese Teile zu kennen und auch zu erkennen, wenn man ein Schriftzeichen vor sich hat, weil man anhand dieser Schriftzeichenbestandteile dann die Schriftzeichen auch im Wörterbuch nachschlagen kann. Aber wie gesagt, das mache ich später. Worum es mir heute ging, waren erstmal die grundlegenden Aufbauschemata. Ein Bestandteil macht das Zeichen aus oder Bestandteile werden nebeneinander gestellt, um ein Zeichen zu bilden, oder sie werden übereinander gestellt, um Zeichen zu bilden, oder in verschiedenen Kombinationen, einer links, zwei rechts, zwei links, einer rechts, vier Schriftzeichen. Was ich eventuell jetzt noch ergänzend machen könnte, ist die Möglichkeit, dass man oben einen Bestandteil hat und unten zwei. Das kommt auch noch ziemlich häufig eigentlich vor. Und besonders auch bei Schriftzeichen, die aus drei gleichen Bestandteilen zusammengesetzt sind. Ich nehme nochmal was mit dem Baum, weil wir den Bestandteil ja schon kennen. Also ein Baum und unten zwei Bäume. Er gibt insgesamt ein neues Schriftzeichen, nämlich Sen, der Wald. Sen. Und von der Kategorie gibt es noch relativ viele mit drei Mündern, mit drei Sonnen und so weiter und so fort. Also auch eine relativ häufige Kombinationsmöglichkeit. Ansonsten, was man sich auf jeden Fall auch merken sollte aus dieser Lektion, was ich jetzt nicht explizit gesagt habe, man sieht es, Schriftzeichen sind an sich immer quadratisch, egal wie der Aufbau innerhalb des Schriftzeichens ist. Ein Schriftzeichen an sich passt immer in ein Quadrat und Schriftzeichen untereinander in einem Text sind auch immer gleich groß. Das ist nicht so wie bei uns in der Buchstabenschrift. Wenn wir zum Beispiel ein M haben, dann ist das sehr viel breiter als der Buchstabe I zum Beispiel. Da haben wir eine unterschiedliche Zeichengröße. Das Zeichen ist ungefähr so groß, während das I nur so groß ist. Das gibt es im Chinesischen nicht. Da sind alle Zeichen normiert und gleich groß. Und wenn man die Schriftzeichen selber von Hand schreibt, sollte man möglichst auch darauf achten, dass es so ist, damit sich einfach ein schönes und flüssiges Schriftbild ergibt. Gut, so viel erstmal dazu, damit man grob auch einen Überblick dazu hat, wie das Ganze konstruiert wird.
Und zu den einzelnen Bestandteilen und halt Radikalen, wie gesagt, komme ich dann später noch. Alles klar.